Nicht die Eishockeyspieler der Löwen, sondern die weltweit besten Dartspieler locken an diesem Wochenende die Zuschauer in die Frankfurter Eissporthalle. Die Stars der Szene kämpfen beim World Cup of Darts um den Titel des Teamweltmeisters. Eingefleischte Dart-Fans sind genauso dabei wie Neugierige, die einfach mal gucken wollen. Es ist einfach ein einzigartiger Sport. Das erste Mal live. Normalerweise spielt man das vielleicht mal in der Kneipe, aber jetzt wollten wir uns das mal live angucken, auch wegen der Stimmung. Wir sind seit Jahren da begeistert und ist jetzt unser erstes Event und wollten uns einfach mal angucken, wie das hier aussieht. Und ja, wir freuen uns einfach drauf und hoffen, dass das cool wird. 32 Zweierteams kämpfen an 4 Tagen um den Weltmeistertitel. In den vergangenen 3 Jahren fand die Team-WM in Hamburg statt, nun der Umzug in die Eishalle am Ratsweg. Ja, normal wollten wir in Hamburg bleiben, konnten aber nicht bleiben, weil der Termin belegt war, den Sky vorgegeben hat. Und dann haben wir eine neue Location gesucht, haben wir in Frankfurt in der Eissporthalle eine tolle gefunden, sind auch sehr von der Stadt unterstützt worden. Tja, und jetzt fühlen wir uns in Frankfurt wohl und werden wohl auch hier bleiben. Vor ein paar Jahren war die Dartszene schon einmal in Frankfurt zu Gast, damals lief das Ganze aber noch ein paar Nummern kleiner ab. Das war unser erstes Fernseh-Event. Das war im Südbahnhof hier in Frankfurt, aber vor 300 Zuschauern wurde da gespielt. Und jetzt schließt sich der Kreis, wir sind wieder in Frankfurt und haben hier fast 3000 Zuschauer. Diese 3000 Fans hatte der Veranstalter sowohl für Samstag als auch für Sonntag angepeilt. Am Freitag kamen 2000 Dart-Anhänger in die Eissporthalle. Zum Auftakt am Donnerstag waren es 500. Während auf der Bühne beim Kampf um die 250.000 Euro Preisgeld Konzentration, Genauigkeit und vor allem eine ruhige Hand gefragt ist, geht es im Publikum deutlich lockerer zu. Ja, die Stimmung, die Leute, du siehst ja selber, was abgeht. Es geht einfach brutal ab am Dart. Überragend, auch wenn es Frankfurt ist, aber trotzdem überragend. Am Dartspiele ist faszinierend, dass eben alles möglich ist. Die Leute sind klasse, die Stimmung ist super, es macht riesen Spaß, hier zu sein. Allein wegen der Stimmung, allein schon lohnt sich das, hier mitzumachen. Dass wir hier sind mit unserem Stammtisch Hoschmer-Abodosch, das ist nochmal das i-Tüpfelchen für diese Veranstaltung. Besonders im Blickpunkt am Wochenende natürlich die Topstars der Szene, wie der Holländer Michael van Gerwen oder der englische Rekordweltmeister Phil Taylor. Beim deutschen Team galt das Interesse besonders dem erst 18-jährigen Talent Max Hopp. Lange galt Dart ausschließlich als Kneipensport, diese Herkunft wollen die Offiziellen auch gar nicht leugnen, allerdings mit einer klaren Einschränkung. Dart ist ein Kneipensport, das muss man so sagen. Allerdings, wenn man professionell Dart spielt, kann man das nicht als Kneipensport mal betreiben. Das geht einfach nicht. Die trainieren 8-9 Stunden pro Tag und das ist wirklich hart. Und wenn sie da unten mal auf der Bühne stehen bei 40 Grad, das ist schon eine ganz andere Nummer. Das sind einfach coole Typen. Also die sind jetzt auch nicht irgendwie abgehoben oder so. Das sind einfach ganz normale Menschen, genauso wie wir.